Heute hört ihr mehr über den Mörder Manfred Seel. Diese Geschichte klingt fast surreal und ist kaum zu glauben. Die Tochter eines Familienvaters entrümpelt die Garage nach dem Tod ihres Vaters und findet dabei Leichenteile. Manfred Seel war ein Familienvater und Besitzer eines Gartenbaubetriebs. Niemand ahnte etwas. Dabei versteckte er ein dunkles und blutiges Geheimnis. Erst nach seinem Tod wurde klar, dass er zwischen 5 bis 10 Morde begangen haben muss.